Ja, herzlich willkommen zu Isabel Live. Was wir jetzt euch zeigen wollen, ist hier praktisch ein Teil von der Messeshow. Wir haben hier praktisch verschiedene Aufbauten gemacht, wo wir viele Detailpunkte für die Handwerker lösen. Und eines der Detailpunkte habt ihr auch schon kennengelernt, die zeigen wir euch jetzt und zwar live auf der Bühne. Viel Spaß! Und der Hintergrund ist, wenn ich eine Steckdose da reinmachen muss, dann geht man die Folie zerstören. Genau. Das kann ich auch alleine verlegen. Und wenn die Nummer mal rausgeht, löse ich die Schnittverpackung. Schneid das überschüssige weg. Da kam schon die Antwort. Ruckzuck und schnell. Bist du schon vorbeigelaufen bei uns? Eine Welle in dem Klebeband drin, fahr darüber. Das habe ich nicht. Okay. Hier sind wir an unserem Stand, wo die Leute wirklich dann unsere neue Holzweichphase ausprobieren können, unsere Integra APHWF Top. Ich habe mir zur Seite die Eva geholt, die Produktmanagerin sozusagen zu unserem Produkt. Hallo Rüben. Hallo, grüß dich Eva. Was ist das Besondere an unserer Holzweichfaser? Ja, die Holzweichfaser, die hat insbesondere eine zum Patent angemeldete Oberfläche. Rüben, die ist besonders rutschfest und damit bietet sie dem Kunden natürlich Sicherheit auf dem Dach. Sicherheit ist uns ja sehr wichtig und wir haben hier ein extra Modell mal aufgebaut und simulieren dann eine Dachneigung von 35 Grad und haben hier auf der einen Seite einmal die beschichtete Variante und auf der anderen Seite haben wir eine handelsübliche Platte, die unbeschichtet ist. Super. Kannst du es gerade mal vorführen, bitte? Das demonstriere ich hier gerne mal. Genau. Also man sieht eindeutig, die Platte, man rutscht nicht ab. Übrigens auch ein Vorteil, selbst wenn die Platte nass sein sollte, also bei leichtem Tauwasser oder so, ist die Platte genauso grifffest und rutschfest, wie sie ist. Wenn du es mal gerade an so einem anderen Beispiel zeigst, bitte. Also man sieht doch eindeutig, dass da wirklich das Rutschen ist. Und das verstärkt sich natürlich, je mehr man über so eine Platte drüber läuft. Und es steht natürlich auch mehr Abrieb. Ist dann auch von der Optik unschöner. Und da haben wir wirklich einen großen Vorteil im Vergleich zum Wettbewerb. Da Super. Bieten wir wirklich dem Verarbeiter mehr Sicherheit auf dem Dach. Und zudem haben wir natürlich unser bewährtes Nut- und Federprofil, das Rundprofil, für eine Stabilität bei Handling und bei Verlegung. Und das haben wir natürlich auch nach wie vor noch. Das hat sich bewährt. Also das Beste, was wir derzeit bieten können im Bereich der Holzweichfaser für euch als Verarbeiter. Zur Orientierungshilfe haben wir zusätzlich noch unseren Oberflächenaufdruck mit unserem Logo und dem Rutschfestigkeitsstempel. Da weiß man immer, wie rum die Platte verlegt werden muss. Ist auch immer wieder wichtig. Genau. Sehr schön. Und nicht nur haben wir natürlich unser Produkt als Einzelnes, sondern wir bieten das Komplettsystem von Isoware. Also alles aus einer Hand. Wenn irgendwas ist, weiß der Kunde, wen er ansprechen muss. Es sind geprüfte Produkte, geprüfte Konstruktionen. Ja, jetzt sind wir praktisch bei uns am Aufbau von so einem Dach mit unseren Holzweichfaserprodukten. Eva, was sehen wir hier? Hier sehen wir einen klassischen Steildachsanierungsaufbau. Wir haben ja also unseren Bestandssparren, der ist allerdings natürlich sehr niedrig. Ja. Wir haben deswegen eine Sparrenaufdopplung hier mal simuliert, nach außen hin. So haben wir dann insgesamt eine Sparrenhöhe von 200 mm. Das ist natürlich besser, als wenn wir nur einen ganz niedrigen Sparren haben. Das Gefach haben wir dann gefüllt mit unserem Integra ZSF032, mit dem Zwischensparren-Sanierungsfilz, der ja auch hydrophobiert ist und somit optimal geeignet für die Anwendung von außen. Genau, also das ist dann immer wichtig, wenn ich natürlich zum Beispiel wirklich von außen mache und ich weiß nicht, ob das Wetter beständig ist oder nicht, da gibt es die zusätzliche Sicherheit, dass man hier einfach einen Filz einsetzt, der hydrophobiert ist, dass das Wasser wirklich nicht eindringt in den Filz, sondern oberflächlich abläuft. Das ist ein wichtiger Hinweis übrigens. Ganz genau. Zu erkennen an diesen Doppelstrichen, also ganz wichtig, wenn ihr es falsch macht, sehen wir das. Ganz genau. Als nächste Schicht sehen wir dann hier eben verlegt unsere Vario KM Supraplex Dampfbremse. Jetzt auch neu zeigen wir auf der Messe das mit den integrierten Selbstklebestreifen. Ah, Frischklebeverfahren, nass in nass. Was hier auch die Besonderheit ist, dieser Liner ist rot eingefärbt.
fragt man sich wahrscheinlich, warum ist das so? Wenn er durchsichtig wäre, ist das Risiko da, dass man ihn vielleicht bei der Verarbeitung auf dem Dach übersieht und dann auch mal draufsteigt und abrutscht. Deswegen haben wir den farblich so rot eingefärbt, damit man ihn besser sehen kann. Sehr gut, das ist natürlich wieder auch mehr Sicherheit. Also ihr merkt, uns liegt das Wohl von euch sehr am Herzen. Sehr gut. Ja, und in der Aufsparendämmung sehen wir dann unsere Integra APHWF Top, unsere Holzweichfaserplatte und die Konterlattung und Traglattung und auch hier die Systemergänzungsprodukte, natürlich auch von Isoware. Wir bleiben im System, die Integra ABTK Tellerkopfschrauben. Genau. Also von A bis Z haben wir alles von Isoware, alles aus einer Hand. Perfekt. Perfekt, also in dem Sinne habt ihr auch hier wirklich die größtmögliche Sicherheit bei uns aus dem Haus. Gut, okay, also wir fangen mal an. Es dreht sich ganz einfach um eine Rohrabdichtung. Also das heißt, ich bin im Bestand, komme dahin und möchte ein Rohr abdichten. Diese Probleme habt ihr bestimmt schon oft genug gehabt, oder? Was macht ihr mit 20, 30 cm Folie, wo von der Rolle noch übrig ist? Ihr nehmt das, werft es weg. Für was nehme ich das? Das ist pures Geld, was der wegwerft. Verarbeitet es weiter. Nach und lässt ca. 3 cm überstehen. Die Klebeband hat er schon vorbereitet, jawohl, super. Und der Witz ist jetzt an der Sache, wenn ihr euch das anschaut, er kann das Klebeband genau positionieren. Um dieses zu verlängern, ist ein ganz einfacher Aquariumschlauch, den schiebt ihr euch darüber, sichert euch es mit einem Stück Klebeband und schon bin ich flexibel und kann mit dem Schlauch dementsprechend mir die Dichtmasse herumlegen. So. Eine faltbare Wasserwaage haben wir ja nur noch. Zu unserem Xtra-System gehört natürlich auch noch das Xtra-Tape dazu. Hier sind wir jetzt an unserem Xtra-Systemstand. Das bedeutet, hier zeigen wir einfach den Besuchern von der Dach und Holz, was man alles mit unserem Vario-Xtra-System machen kann. Natürlich einmal zum Beispiel hier auf Holz zu arbeiten mit dem entsprechenden Patches oder natürlich dann halt auch auf Metallprofilen. Auch das ist hier jederzeit möglich. Also in der Regel wollen wir einfach nur, dass die Leute mal ein Gefühl kriegen, was man alles mit Xtra machen kann. Also dadurch, dass man einfach das immer wieder wegmachen kann. Eigentlich sehr, sehr tolle Stelle. Wir zeigen natürlich auch das Reißen mit den Klebebändern, dass es bei unserem Xtra-Type-Ins Wunderzeit funktioniert. Aber es gibt auch noch nice Gimmicks, die zeige ich euch jetzt auch gleich. Also hier haben wir jetzt praktisch einen massiv gebauten Hocker, den wir hier auf der Dach und Holz für unsere Gäste haben. Was wir aber hier auch zeigen, ist natürlich unser Vario-Klett-System. Das bedeutet, ohne Antackern, kann man hier jetzt praktisch die Folie unten dranhängen und im Endeffekt kann ich jetzt hier mal kurz 17, 18 Kilo hochhalten, ohne dass ich jetzt getackert habe. Und das kann man sich sehr gut vorstellen, dass ich das dann natürlich auch jederzeit wegmachen kann oder wieder ranmachen und wieder hochhalten. Also das ist alles entsprechend jederzeit möglich. Was wir hier sehen, ist praktisch jetzt unser Aufbau für die vorgängige hinterlüftete Fassade. Das bedeutet, hier haben wir eine entsprechende Außenbekleidung, hier in dem Fall jetzt von den Kollegen von Eternit das Zedralsystem. Dann haben wir da unten drunter sozusagen eine Holzlattenkonstruktion mit einem entsprechenden EPDM-Band und dann kommt dahinter sozusagen mit 2 cm Luftspalt sozusagen unsere Ultimate-Fassadendämmplatte in Lambda 032. Also eine sehr robuste, feste Platte, mit dem wir eigentlich den besten Wärmeschutz eigentlich bieten können. Also so schlank wie hier war der Brandschutz eigentlich noch nie. Ja, draußen auf der Baustelle schaut es so aus, dass die Zangen natürlich durchlaufen. Und dann wird man die Folie hier noch einschneiden. Damit man auch halt diese Grundlage einfach über diese Zangen anschneidet. Schön zum Sehen, wir haben jetzt da unsere zwei Y-Schnitte oben und unten. Einmal in der Mitte verbunden. Und durch das bleibt mir die Folie dann stehen. Ich habe schon die Möglichkeit, dass ich das dann befestigen kann. Klar, wenn ich jetzt natürlich auf der Baustelle draußen bin, dann müsste ich diese Grundplatte wieder aufschneiden. Einfach ist es immer, wenn man auf dem Trägermaterial ist immer das, wo etwas draufsteht, mit der Fingerkuppe abzieht und dann kann man den Liner sauber runterziehen. Und somit sah das jetzt schon mal super aus. Also wir sagen grundsätzlich, bei Stellen, wo wir uns nicht sicher sind, gehen wir her und nehmen einen Dichtstoff her. Und das ist meistens in den Fällen, wo die Ecken sind. Und gebe halt hier einfach mal so einen Punkt Dichtstoff auf die Ecken mit drauf.
Was wir hier sehen, ist praktisch unsere tolle Ultimate-Platte, die wir dann praktisch mit 1000 Grad ausloben. Da seht ihr das jetzt wirklich, dass es brandschutztechnisch kein Problem ist. Dadurch, dass auf der Messe natürlich der eine oder andere sich verbrennen können, haben wir natürlich kein echtes Feuer. Aber wir möchten euch einfach zeigen, heißt trotzdem, dass hier wirklich das Ultimate das Produkt ist, sobald es um das Thema Brandschutz geht, in Kombination mit Holzrahmenbau oder auch anderen Sachen. Also mehr Garantie können wir euch an der Stelle wirklich nicht mehr an die Hand geben. Es ist wirklich das Beste, was ihr derzeit auf dem Markt kriegen könnt. Ja, hier sind wir jetzt in unserer Station, wo wir wirklich den Vergleich von unserem Ultimate Klemmfilz 035 in 16 cm zu einem Marktbegleiter, der auch praktisch eine 1000 Grad Wolle anbietet, auch in 16 cm Lambda 035. Aber was man schon sehen kann, natürlich die entsprechend größere Rollenhöhe sozusagen. Also mit Einmalschneiden habe ich hier 1,20 Meter abgeschnitten. Bei den Kollegen ist es dann zum Beispiel weniger und man kann eigentlich auch schon den dicken Unterschied sehen. Also das bedeutet, wenn man irgendwo durch eine Dachluke muss, ist das da hier allemal schwieriger, als zum Beispiel sowas durch die Gegend zu tragen. Und natürlich auch mit dem Transport auf der Baustelle. Ich hoffe, man kann es sehen, man kann es relativ gut hochheben, sind ca. 16 Kilo. Im Vergleich dann hier zum Beispiel zu fast 21 Kilo. Also wir haben das hier hinten auch dann dargestellt. Also man sieht hier, man kann unterschiedlich mit 1000 Grad Wollen arbeiten oder halt natürlich dann halt sich das Leben leicht machen. Und das würde bei uns einfach mit dem Ultimate Klemmfilz 032 gehen. Wichtig ist auch natürlich, obwohl diese Rolle größer ist, ist dadurch, dass ich sie dort weniger komprimieren kann, viel weniger Material drauf. Das da hier sind ca. 3 Quadratmeter Dämmstoff, während das da hier 4,6 Quadratmeter sind. Also mit einem Transport viel mehr Material auf die Baustelle gebracht und natürlich auch in die Stelle, wo ich es einbauen möchte. Für diejenigen, die sich da mal schlau machen wollen, guckt einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei. So, jetzt sind Sie an unserer Schaltstation. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Deckel hier öffne, dann gibt es was auf die Ohren. Ich halte mal das Mikro hin und ich bewege mich bitte nicht. Ich bewege mich jetzt nicht. Jetzt hört einfach nur mal zu. Also ich glaube, der Eindruck ist doch sehr prägend. Also es bedeutet, hier können wir wirklich auch mit unseren Ultimate-Platten wunderbaren Schallschutz bieten, neben den ganzen Aspekten wie der Geschwindigkeit, der Leichtigkeit und dem Brandschutz. Eigentlich so ziemlich das beste Produkt, das wir derzeit auf dem Markt mitbieten. Und jetzt hören wir uns noch ein bisschen Musik an, gell? Man hat immer sehr viele Kabel und keiner macht sich eigentlich so einen richtigen Kopf. Kabel, wie klebe ich es ab? Mal klebt man es hier mit, mal damit. Vario Multitape SL aufbringen. Wer das noch nicht dürft. Folienstreifen hochgeklappt, eingeschnitten. Und dran drumherum. Auch ganz interessant. Was macht Thorsten jetzt? Er nimmt den Spatel, drückt es an. Hat einen schönen Liner, kann man direkt reißen, ohne dass irgendwas mit dem Klebeband passiert. Dazu noch ein Fingerlift an der Seite, damit man es einfach abmachen kann. Ja, nicht sparen mit dem Dichtstoff, da ist wirklich die falsche Stelle, um mit Dichtstoff zu sparen. Da kann man, okay, das heißt, wir kommen mit einer Kartusche ganz etwa, wie viel Meter? Wer mehr macht, ja, wer damit mehr Meter kommt, der hat definitiv zu wenig Dichtstoff. Das heißt, die suggerierte Kraft klebt noch. Ja, was können wir machen mit der Extra-Safe? Traut sich keiner, was ist ein besonderer Gimmick daran? Wir müssen sie nicht mehr tackern, wir können sie kletten. Ja, wir haben Extra-Safe ist klettbar. Ja, jetzt sind wir praktisch bei unserem Exponat, wo wir unsere neue Einblaswolle zeigen. Das bedeutet, wir haben hier wirklich jetzt neu mit der Dach und Holz eine Dämmung eingeführt, die wir wirklich in Hohlräume oder lose auf eine Decke, eine oberste Geschossdecke einblasen können. Die werden wir auch in den nächsten Isabel-Live-Sendungen dann kennenlernen. Ich habe jetzt die Stefanie an meiner Seite, das bedeutet, sie ist die Produktmanagerin, die dann die Einblasdämmung sozusagen mitbegleitet. Genau. Und ich gebe mal das, das Wort an dich. Was ist denn das Besondere an unserem Produkt? Genau, wir haben unsere neue Isover Einblaswolle, das ist eine Mineralwolle, absolut ohne chemische Zusatzstoffe. Die Mineralwolle ist von Natur aus nicht brennbar und hat eine super technische Performance. Nicht nur das, sondern ich hoffe, man kann sehen, es ist eigentlich wirklich lose Wolle, die man sich wirklich so ins Gesicht schmieren kann. Und es fühlt sich auch toll an. Es ist wie Baumwolle. Es ist wie Baumwolle. Es ist echt unglaublich. Unsere Kuschelwolle. Darfst du mir auch damit einreiben, wenn du willst. Halt. Ja, es ist nicht nur weich, sondern wir haben auch wirklich auch harte Fakten, die wir mitbringen können. Wir haben eine Wärmeleitfähigkeit bis 0,35. Wichtig. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Einbaurohdichte. Das heißt, mit uns hat man einfach wenig Materialverbrauch. Der Verarbeiter
muss wenig in seine Maschine einfüllen, muss wenig Zeit einrechnen für den Einbau. Also das ist eine wirtschaftliche Geschichte. Toll. Also hier sieht man den Aufbau. Aber wir haben nicht nur jetzt natürlich die Einblaswolle, sondern wir haben auch noch Systemkomponenten mit auf dem Markt. Genau, gehört natürlich auch dazu. Die gucken wir uns jetzt an. Ja, jetzt schauen wir uns die entsprechenden Systemkomponenten für die Einblaswolle von uns an. Und Stefanie erklärt noch das ein oder andere an dem Produkt jeweils. Gerne. Also wir wären nicht Isoware, wenn wir nicht auch das perfekte System hätten. Also nicht nur die Dämmung, nicht nur die Dämmung, auch die Folie. Und hier haben wir ein ganz tolles neues Produkt, die Vario KM Triplex. Das Besondere an der Vario KM Triplex, wir kennen vielleicht schon die Duplex. Das ist die weiterentwickelte Duplex mit dem speziellen Gelege. Also wir haben hier eine Gelegeverstärkung, die die Folie besonders reißfest macht. Güven, wir haben ja schon mal verarbeitet, also da kommt ja ein ordentlicher Druck drauf. Beim Einblasen auf jeden Fall, ja. Ja. Und da ist es wichtig, dass natürlich die Folie auch diesem Druck standhält. Also auch die Tackestellen sind dann belastet. Da ist wichtig, dass man natürlich zuerst die Unterkonstruktion als solches setzt vorm Einblasen, also da nicht umgekehrt arbeiten. Aber die Folie als solches hält das Ding dicke aus, also top. Also die Folie hat einen besonderen Vorteil, sie ist fünfmal reißfester als konventionelle Folien. Und den Effekt, dass es hier einen Bauch gibt, den haben wir hier überhaupt nicht. Die Dämmung bleibt an Ort und Stelle. Und wir haben hier wirklich die sichere Verarbeitung und können auch sogar noch einen höheren Lattenabstand wählen als beim normalen Produkt. Also bis zu 50 cm Abstand, spart auch natürlich wieder Zeit. Das gefällt dem Verarbeiter. Und Geld. Und Geld. Wichtig ist auch, dass man durch die Folie schon ein bisschen sehen kann, wo man überall eingeblasen hat. Also die ist so leicht transparent. Ja. Man erkennt wirklich, wo man Material drin hat. Und damit kann man auch sehr, sehr gut arbeiten. Ja. Genau. Ja, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja auch noch entsprechende Produkte dazu noch gemacht. Genau. Der Einblasdämmer in der Verarbeitung, er würde sein Loch einritzen, mit dem Schlauch einblasen und natürlich muss er natürlich das Ganze wieder dicht kriegen. Und auch wiederum Isoware hat auch das passende Klebeband. Hierzu haben wir Multitape SL 150. Besonders breites Klebeband, das natürlich perfekt für solche Einblasöffnungen geeignet ist. Funktioniert super mit der Folie zusammen, also ich denke, mehr brauchen wir nicht. Genau, also einfacher geht es fast schon gar nicht mehr. Ja. Wichtig ist, man kann es natürlich in Gefache reintun, also in der Wand oder natürlich auch im Bereich der Decke. Wenn du gerade mal nach oben schwenkst, Marcel, da sieht man auch praktisch hier mal die Dämmung im Gefach. Oder noch weitergeführt, wirklich lose aufgelegt auf die oberste Geschossdecke. Dann habe ich zwar ein Ticken schlechteres Lambda mit 0,38, aber immer noch mit deutlich weniger Materialeinsatz als bei anderen. Also ich kann es auch nur lose einbringen, indem ich vorher die Folie drauflege und dann das Material einfach nur auflege sozusagen. Also ihr seht, sehr, sehr tolle Konstruktionsmöglichkeiten, die sich jetzt neu ergeben bei uns. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick kriegen zu dem, was wir hier in Köln auf der Dach und Holz gezeigt haben. Neben den ganzen Neuprodukten haben wir auch sehr viele Sachen vorgestellt, die praktische Natur. Tolle Live-Shows, ihr habt mal unsere Anwendungstechnik auch kennengelernt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in 14 Tagen. Genau. Und dann werden wir natürlich auch einen Teil der Produkte, die wir hier neu vorgestellt haben, dann auch mit in die Sendung einbinden, sodass ihr dann auch wirklich damit dann umgehen lernt sozusagen und auch mal kennenlernt. In diesem Sinne, dann bis in 2 Wochen. Dann würde ich sagen, Güven, Prost zum Wohl in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.